Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Wo ist Zaroff nur geblieben? Hallo? Du. Du hast die Echsen überwunden, die Nägel entfernt. Der Marquis hat dich gut ausgewählt. Jetzt zeig mal, wie gut du wirklich bist, Baumläufer. Magier-Battle? Jerry, verteidige dich. Ach du Scheiße. An die Maus halt mit tatsächlich. Dir. Oh Gott. Nein, was passiert jetzt? Was muss ich tun? Kann ich irgendwas tun? Zwei Zauber gleicher Art erzeugen für wenige Augenblicke eine große magische Energie, wenn sie aufeinandertreffen. Versuche sie für dich zu nutzen. Alter, jetzt ist hier Fett Action oder was? Ja, mach auf, mach grün. Geht das auf die Farbe? Ja, okay. Alter, wie dramatisch. Und jetzt? Zwei Zauber gleich. Ja, okay. Versuche sie für. Nochmal drauf? Schön, dass meine Zauber jetzt hier unten sind. Ja. Was kommt denn jetzt? Rot, hier, nimm das. Ach so, ich muss warten, bis es da ist. Okay, ich bin schneller für. Ich bin schneller als das Spiel. Hier ist jetzt voll die Action. So, hier, nimm. Hast du schon mal angegriffen oder nicht? Nee. Weil das, es kontert das zwar, aber du. Kannst du es noch ins Inventar gerade? Nee. Ich hab noch meine Zauber. Achso, doch, kann ich. Kannst du was mit den Nägeln machen? Also. Weiß ich nicht, ob das farblich irgendwas ausmacht. Hier? Oh! Oh! Was? Ich kann tatsächlich mit dem Nagel rein. Ist da was passiert? Nein. Ach so, jetzt kannst du die Nägel auch hier nur wechseln. Okay. Okay, dann hau ich das jetzt mal rein. Und dann probier irgendwas mit dem Nagel noch. Die Frage ist halt welcher. Der grüne Zauber war beim Kobold. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welchen Nagel wir da hatten. Ich frage mich, ob das überhaupt relevant ist. Frame Rate, hallo? Oh! Oh! Oha! Oh, das hat gut funktioniert. Oh, nein! Attacke! Sehr gut. Du hast seinen Zauber mit dem Nagel auf ihn zurückgeworfen und neutralisiert. Zaroff hat jetzt einen seiner Zauber verloren. Ah. Habe ich jetzt vielleicht zufällig den richtigen Nagel genommen? Kann gut sein. Der schwarze Nagel war am Ende, oder? Ja, genau. Also zumindest glaube ich. Also bei dem könnte er jetzt dazu. Das jetzt einmal blau machen. Also ich glaube es. Also ich glaube auch, dass der schwarze relevant sind. Ja, ich würde jetzt den schwarzen dazu tun. Wenn ich dann mal dürfte. Oh, das war's nicht. Okay. Das hat nicht funktioniert. Okay, Also probier, wenn er jetzt andere Farben macht, einfach immer den schwarzen Nagel, bis er dann passt. Weg ist, ja. Das war eh der Fels-Dings, den wir gelernt haben, aber ich weiß nicht mehr. Framerate, bitte. Wenn die Framerate so. Ja, doch. Wenn die Framerates anfangen zu spacken, dann ist es richtig. Schön. Also, wir hatten jetzt Silber und Schwarz. Jetzt bleibt nur Rot und Gold, ja? Oh nein! Das ist Chrom und gemacht. Gold. Das ist du hast seinen Zauber mit dem Nagel. Oh, es ist übrigens scheinbar genau die Reihenfolge. Oder? Jetzt nur noch wir hatten jetzt Zauber Lila und Schwarz. Tatsächlich. Grün und Silber. Ja, wir können es tatsächlich mal so. Dann probieren. Schauen wir mal. Dann müsste es jetzt der Goldene sein, wenn du meinst, dass es die Reihenfolge ja, ist. Ja, können wir ja mal probieren.
Ja, lustig. Sehr gut. Verflucht! Sehr gut. Jetzt verbleibt Zaroff nur noch ein Zauber. Oh, guck mal. Guck mal. Da ist eine Gestalt. Ich weiß auch, wer das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hau rein. Sagte sie Framerate so. Nein. Ach komm schon. Und letzter Nagel. Oh. Was passiert jetzt? Verflucht! Du hast mir alles genommen. Dafür werde ich dich. Oh, hallo! Nein! Du bist es. Okay. Ich raste auch aus, wenn ich jemanden sehe. Oh. Du hast es geschafft, Jack. Zaroff hat seine Magie gegen dich eingesetzt und verloren. Aber das wollte ich nicht. Nicht so. Marquis, sind Sie... Er ist noch zu schwach. Er kann dir nicht antworten. Was? Wer ist der Junge? Wo kommt er her? Der Baum. Er erinnert sich an den Lehrer und an den Schüler, die einst diesen Ort besucht haben. Zaroff hat Böses getan. Deshalb kann er dem Kind, das er einst war, nicht in die Augen sehen. Doch wer von uns kann das schon? Wer ist er? Was bedeutet das alles? Der große Zaroff. Einer der größten Illusionisten seiner Zeit. Du hast vielleicht von ihm gehört. Nicht viele erinnern sich an ihn. In Wirklichkeit war er kein einfacher Illusionist. Er war einer von uns. Ein Magier. Zaroff war der letzte Schüler des Marquis de Hotto. Als das Kaninchen ihn ausbildete, war er ein Junge. Nicht viel älter als du. Zum Abschluss seiner Ausbildung besuchten der junge Zaroff und sein Lehrer die Lichtung des ersten Baumes. Und sie hinterließen Spuren. Der Baum würde sich an sie erinnern. Bald wurden der Marquis und Zaroff zu einer Legende. Als sie von Welt zu Welt eilten, von Portal zu Portal. Und dort halfen, wo Hilfe gebraucht wurde. Sie waren wahre Baumläufer. Doch ihr Weg führte sie an einen Ort, an dem sich Dunkelheit in ihren Seelen verfing. Ich war dabei, als der Schattenspiegel ihnen ihr Potenzial offenbarte. Sie erblickten ihre hellsten Tugenden und sahen in die schwärzesten Abgründe ihrer selbst. Und nur wenige können diese Wahrheit ertragen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die dunkle Saat in ihnen keimen würde. Und als sie es tat, begann zuerst der Marquis an den Idealen der Baumläufer zu zweifeln. Dann zweifelte der Schüler am Lehrer und schließlich gerieten die beiden im Hass aneinander. In blindem Zorn verbannte der Marquis seinen Schüler in die Welt, aus der er einst gekommen war. Er nahm ihm die Fähigkeit des Weltenwanderns, auf das ihm jedes Portal verschlossen bleiben sollte. Zaroff wurde zu einem Gefangenen in seiner eigenen Welt. Einer Welt, die nur auf ihren Bühnen Platz für Magie hatte. So wurde er zum großen Zaroff, dem Illusionisten.
Doch der Zauber des Neuen, mit dem er das Publikum fesselte, war schnell verflogen. Und Zarow fiel ein zweites Mal. Gestrandet. Vergessen. In seiner Verzweiflung begann er, an den Türen seiner Realität zu rütteln. Alchemie, verbotene Experimente sollten ihm die Wege in die Portalwelten erneut öffnen. Und mit jedem gescheiterten Experiment wuchs sein Hass auf seinen Lehrer und das Publikum, dessen Gunst er verloren hatte. Als Zarow nur noch von Zorn und Rache angetrieben wurde, antwortete etwas auf sein Rütteln und Klopfen. Consortium Squamata. Die Echsen. Das Konsortium ist mit seinen falschen Versprechungen schon durch viele Welten gezogen. Versprechungen wider das Gleichgewicht der Natur. Vier des Konsortiums traten an Zarow heran. Sie boten dem Magier einen Handel an. Die Echsen hatten sich die Fähigkeit des Weltenwanderns erschlichen. Doch kannten sie nicht den Weg zu den geheimsten Orten. Zarow hingegen hatte die Wege der Baumläufer memoriert. Die Portale, den Weg zur Lichtung des ersten Baumes. So führte er die Echsen durch die Portale. Jeder Schritt ein Verrat an dem Baumläufer, der er einst gewesen war. Und im Tausch gaben sie ihm die Macht, einen Bann über einen der ersten Bäume zu verhängen. Vier Nägel übergaben die Echsen an Zarow. Vier Nägel aus vier verfluchten Metallen, um den Bann des Magiers tief in den Stamm des ersten Baumes zu treiben, wo er wirken würde, um die Bewohner der Portalwelten zu seinem letzten Publikum zu machen, um sich Respekt und Ruhm zu erzwingen. Zarows letzter großer Triumph. Und die Portalwelten wurden, während sie unter dem Bann des Zarows standen, von den Echsen heimgesucht, die diese es schon oft getan hatten. Nur einer hätte helfen können, doch Zarows Lehrmeister, der Marquis de Hotto, war selbst noch weiter in die Dunkelheit geraten, die ihm der Schattenspiegel gezeigt hatte. Der Kalte. Immer bereit, uns erfrieren zu lassen. Der gute Baumläufer, der Zarow ausgebildet hatte. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben, ihm nochmal zu begegnen. Doch als Zarow die Lichtung betrat, erinnerte sich der erste Baum an die Magier. Als er die Gefahr erkannte, die von dem Schüler ausging, entsandte der erste Baum die Erinnerung an den Lehrer. Die Erinnerung an den Marquis de Hotto, geprägt lange vor dessen eigenem Fall, verließ die Lichtung des ersten Baumes und vergaß, dass er nur Erinnerung war. Und er war wieder einer wie keiner. Ein wahrer Baumläufer. Er zog aus, um einen Schüler zu finden. Jemanden, der Zarow aufhalten konnte. Er folgte deinem Ruf. Die Wurzeln des ersten Baumes reichen bis in unsere Träume. Der Marquis fand dich, Jerry, weil du einen Traum hattest. Was passiert jetzt mit Zarow? Dieser Ort könnte seine einzige Rettung sein. Er wird im Schatten des ersten Baumes bleiben. Der Marquis. Der erste Baum. Sie hatten recht. Du bist über dich hinausgewachsen. So gelangtest du schließlich hierher und hast Zarow die Stirn geboten. Der Marquis machte dich zu einem echten Baumläufer. Doch du wurdest gezwungen, einen hohen Preis zu zahlen. Als der Marquis von einer Idee zur Realität wurde, als er deine Welt betrat, musste etwas anderes gehen. Dein Vater
Wie in einer Drehtür kam der Marquis ins Leben und dein Vater geriet in den Spalt zwischen den Welten und wurde vergessen. Doch sorge dich nicht. Du hast uns alle gerettet. Und schon bald ist es an uns, dir zu helfen. Ein Bekannter von mir sagte einmal, nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Und so kam es, dass Jerry seinen Lehrmeister auf der Lichtung des ersten Baumes zurücklassen musste. Jerry wusste, dass dieser nicht nur eine Erinnerung an einen mutigen und einzigartigen Baumläufer gewesen war, nicht nur der erste Baum von Mauswald, der Jerrys Hilfe brauchte, sondern ein Freund. Und ein letztes Mal erhob der Marquis die Hand zum Gruß. Ich werde dich nicht vergessen, sagte Jeremias Haselnuss. Und ich werde dich nicht vergessen, klang es aus den Schatten am Fuße des Baumes. Und der Junge wusste, der Marquis, der Baum, er würde sich an ihn erinnern. Als Jerry in Gedanken versunken nach Mauswald zurückkehrte, klang Musik durch die Straßen. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit war ein Schüler nach Mauswald gekommen, um die Kunst der Künste zu studieren. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde das Wipfelfest, das Fest der Freundschaft und des Mutes, zu Ehren eines Schülers ausgerichtet, der seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Zu Ehren des Baumläufers, Jeremias Haselnuss, des Kaninchens Zauberlehrling. Oh mein Gott, ich wollte gerade die ganze Zeit gar nichts sagen. Ist ja schrecklich. Oh Gott. Okay. Wie cool. Also, Alter, diese Schlusssequenz, einfach wo alles erklärt wird, das war so cool animiert. Also auch der Artstyle, das sah richtig, richtig, richtig genial aus. Das war sauschön. Ich hatte Gänsehaut. Ich es auch. Ist, ich mich so, friert gerade auch irgendwie. Ja, es also, ist so heftig. Meine Arme, schau dir das mal an. Ich habe hier wirklich, es friert mich wirklich an den Armen. Ich bin gerade, wow. Ja, hier, Credits, eine Party. Ist da irgendwo die Tanzmaus? Ja, da vorne ist die Tanzmaus. Man kann alles anklicken. Das ja, ist ja, und cool. Mit angeben. Oh mein Gott, das sind Adi und Plato. Also das geht alles. Kann man da noch speichern? Nein, natürlich nicht. Das war natürlich jetzt unklug. Wir hätten vielleicht noch einen Speicherstand machen sollen, der vor... als ich auf die Zauber klicken konnte oder so. Aber ja. Naja, egal. Ich meine, wir sind durch. Wir sind durch. Also ich bin durch. Ich hab's eigentlich geschafft. Und ja, sehr cool. Also ich finde das jetzt irgendwie echt geil, hier so alle auf dem Marktplatz, hier ganz große Feier. Klick doch mal bitte auf Ursula. Nein. Okay, dann halt nicht. Ich ihn zuerst. Achso, oh, das wechselt ja rüber. Ich hoffe, dir schmecken die Napfkuchen auch? Ach, ich mach mir nicht so viel aus Süßem. Ist auch nicht gut für die Zähne. Leckere Möhren dagegen. Die Frame Rate. Könnte ich mich reinsetzen. Irgendwie überrascht mich das nicht. Dann bestell bei Anja das nächste Mal doch einfach einen Karottenkuchen. Also das findest du wohl lustig. Ach komm. Ach Gott, die Frame Rate. Ursula! 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 Piep! Ursula! Piep, piep! Das ist schön. Also sehr, sehr geil. Ach du Scheiße. Wie am Ende einfach alles erklärt wurde. Ich meine, einfach alles. Was? Haut einfach mal mit dem Ganzen raus, was hinter all dem steckt. Und ich, ganz ehrlich, also ich muss jetzt ein paar Sachen loswerden. Ich hab kurzzeitig, hab ich wirklich gedacht, beim Marquis gibt es irgendwie noch einen krasseren Plot-Twist. Wobei das, was jetzt rauskam, mit das ja irgendwie irgendwas Dunkles in ihm, war ja nicht schlecht. Also ich dachte, es wäre heftiger. Also ich dachte... Ja, das habe ich zwischenzeitlich auch gedacht. Er wäre noch böser als das, aber er war ja, was heißt böse, er war nicht mehr der Waldläufer, sage ich schon, Waldläufer, ja. Welten, Baumläufer, verdammt, Waldläufer. Der er wirklich mal war und dementsprechend, hat es eine Weile gedauert, bis er mal wieder irgendwo sein eigentliches Ich erreicht hat.
Das ist auf jeden Fall sehr cool. Credits sind auch schon aus. Ja, die Credits sind auch schon aus, aber die Musik läuft noch und... Wo ist Junior? Ich sehe den hier in Kirchenmaß. Das kann ich nicht mal mit ihm. Ja, dann reden wir doch mal. Hast du zufällig meinen Sohn gesehen? Ach so. Er hat mir einen Brief geschrieben, dass er sich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen will. Ich fass es nicht. Ich hab's ja gesagt. Er ist der geborene Komiker. Der sitzt bestimmt hinter irgendeinem Pilz und denkt sich neues Material für unsere Show aus. Er ist ja so optimistisch, dass, oh Gott, der Herr Kirchenmaß, ich glaube, er hat seinen Sohn einfach jetzt überfordert mit allem. Einmal allem. Ich vermisse gerade wirklich Junior auf diesem Bild. Er sah so gut aus. Okay, ich rede nochmal mit Anja. Komm schon, ich kann nicht klicken. Und wie läuft das Experiment mit den explodierenden Keksen? Also mein kleines Sahnepuffelchen Plato war begeistert. Oh! Aber wie der Rest der Mauswalder reagiert, werden wir nächstes Wochenende wissen. Dann gehen die in den Verkauf. Das klingt ja super. Ja, wir haben so viel Glück in letzter Zeit. Manchmal habe ich sogar Hoffnung, dass der alte Uli wieder zurückkommt. Ach, stimmt. Stimmt, da war ja was. Sahnepuffelchen, oh Gott, die beiden sind ja so lieb. Es freut mich gerade auch wirklich, dass sie jetzt am Ende zueinander gefunden haben. Sonst kann ich hier noch die Münze drücken? Oh ja, kann ich tatsächlich. Ja, wow. Okay, cool. Ich würde aber sagen, ich glaube, wir müssen uns verabschieden. Ja, es sieht nach einem Ende aus. Es ist das Ende. Es ist vorbei. Schmeißt es mich eigentlich hier irgendwann noch raus oder bleibe ich in diesem Screen gefangen? Nein, du musst, glaube ich, raus. Ach so. Kann ich hier ins Inventar? Ich habe kein Inventar mehr. Dann musst du auf Escape drücken, vermutlich. Auf jeden Fall. Ich bleibe jetzt einfach an diesem Screen. Vielleicht schmeißt mich jetzt nach der Musik doch raus. Mal gucken. Ja, doch nicht. Okay. Endless Loop. Auf jeden Fall. Ja, es ist ein Ende. Ich schätze mal, Jerry wird irgendwann doch mal heimgekommen sein. Jetzt ist ja alles wieder im Lot. Er wird noch vorm Abendessen zu Hause sein. Das war auch sehr heftig, muss ich sagen. Sehr, sehr heftig mit dem, dass hier eigentlich alles kaputt war. Aber das war sowieso in allen Welten. Ja, ich habe jetzt am Ende nicht viel sagen können. Ich glaube, ich muss nicht viel dazu sagen. Ich meine, ich habe meine Eindrücke gesammelt. Ihr habt beim Zuschauen eure Eindrücke gesammelt. Ihr könnt sonst auch gerne in den Kommentaren drüber schreiben, wie ihr das fandet. Was hattet ihr für Theorien? Ich habe ja jetzt nicht alles ausgesprochen, aber ein paar Sachen habe ich angemerkt. Und freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Freut mich, dass Tina jetzt so, ich sage jetzt mal, die zweite Hälfte, obwohl das deutlich, es war schon wahrscheinlich deutlich kürzer als das, was ich allein aufgenommen habe. Aber es freut mich, dass du dabei warst. Ich meine, ich glaube, ich habe dich auch gebraucht, weil sonst wäre ich ja noch, keine Ahnung, 10 Episoden umgegurkt wahrscheinlich. Und dementsprechend haben wir gedacht, ja gut, passt ja, wenn ich jemanden dabei habe, der sich auskennt. Und jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich das Projekt endlich abgeschlossen und das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, du hattest auch Spaß in der zweiten Hälfte. Ja, also mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht, anstatt zu unterstützen. Und ja, es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich in einem Let's Play vorkomme. Ja, glaube also, ich auch nicht. Ich glaube auch generell nicht, dass ich... Ja, jetzt geht's wieder bergauf. Ich glaube, anstatt jetzt ihre Let's Play-Motivation wieder gefunden. Ja, womöglich. Dankt mir dafür, bitte. Ja, hier Selbstlob, fett eingefügt. Genau. Und ja, aber ich denke, ich werde auch in nächster Zeit mal doch mal wieder das aufnehmen. Es wird nicht so bald sein. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach mal diese ganzen Episoden hochladen und veröffentlichen, und wenn das mal soweit ist, schaue ich mal, ob ich was Neues hochlade. Vielleicht kommt auch parallel schon was, ich weiß es noch nicht. Ansonsten, womöglich könnte ich auch mal mit dem Anders hochladen, ne? Man weiß es ja nicht, ich kenne ja noch ein paar Leute, die ein bisschen Interesse im Gaming haben. Mal gucken, ob ich auf irgendwas Bestimmtes Bock habe. Vielleicht kommt wieder ein Let's Fail, aka lass mal anspielen, wenn es mich nicht schert, irgendwie ein komplettes Spiel zu machen, weil ich sehe ja, wie gut ich durchkomme. Aber ja, freut mich, ich höre jetzt auf zu labern, ich laber immer zu viel. Nochmal danke an Tina, danke, dass ihr zugeschaut habt bis jetzt zum Ende und dass ihr am Anfang auch noch so viel Geduld mit mir hattet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an Dedelic auch für das tolle Spiel. Immer danke an Dedelic. Immer danke, immer tolle danke. Tolle Spiele, immer. Vielleicht kommt ja noch eins, ein Dedelic-Spiel. Also ich bin gespannt. Wäre ich stark dafür. Bin gespannt, was ich da noch machen will. Ja. Aber ja, gut. Wir werden sehen. Und ja, damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und verabschiede mich hiermit und sage dann bis zum nächsten Mal. Schaltet ein, ich bin Lunchpaget. Ciao.
Hallo. Ich glaube, ich lade das jetzt extra hoch. Ja, jetzt habe ich mich schon verabschiedet. Jetzt habe ich festgestellt, ich kann mich gar nicht rausklicken. Weil scheinbar müssen wir hier noch ein paar Sachen triggern. Also vielleicht hätte ich doch mit allen reden sollen. Ich habe es gerade leider nicht aufgenommen. Ich habe gerade mit dem alten Mager geredet. Dann hat er noch ein bisschen was gesagt, dass er das Wipfelfest so toll findet. Und ja, jetzt ist dann der Waldschrat aufgetaucht. Und ich komme doch noch aus dem Screen und sehen, was mit Jerry passiert. Viel Spaß. Hallo, du. Die Portale haben sich erholt. Du kannst wieder nach Hause, Jerry. Bist du bereit? Ja, wir möchten nach Hause. Ich hab's ja halt gerade schon gemeint. Was passiert mit ihm eigentlich? Ja, ich möchte nach Hause. Ich werde dich begleiten. Das ist lieb. Freut mich auch, dass es ihm wieder gut geht. Mein Vater, meine Mutter. Werden sie wieder da sein? Das sind sie schon. Oh, Kitsune, mein Gott. Und ein Wuffi! Oh mein Gott. Jerry, wir warten schon seit einer Stunde auf dich. Papa wollte schon den ganzen Brombeerkuchen allein aufessen. Ich hatte Hunger. Ich fühle mich, als wäre ich ewig auf den Beinen gewesen. Ich auch. Und mehr konnte Jerry in diesem Moment nicht sagen. Das Fuchsmädchen behauptet noch immer, er habe geweint. Das ist überhaupt nicht wahr! So kehrte Jeremias Haselnuss nach Hause zurück. Und so endet unsere Geschichte. Doch mit einem Ende beginnen andere Geschichten. Sie sind wie Wellen im Meer, ständig in Bewegung, gehen ineinander auf und über. Einige Geschichten erzählen von großen Problemen, die wir anderen machen und die auch mit Mut fast unlösbar sind. Ganz besonders, wenn man eine kleine Maus ist. Aber vielleicht hilft ihr ja jemand. Und dann gibt es noch unheimliche Geschichten, verbotene und geheime, die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ist euch plötzlich auch so kalt? Wer war der Junge? Der Schüler meines Freundes. Danke, dass du ihm geholfen hast. Er hat Zarovs Bann gebrochen. Ich habe Zarov unterschätzt. Und diesen Jungen. Wirst du mich endlich aus diesem Gefängnis befreien, damit ich die Portalwelten wieder schützen kann? So etwas darf nie wieder geschehen. Du weißt, dass das unmöglich ist, alter Freund. Ich wusste es. Nichts ist unmöglich. Die Musik. Oh mein Gott, ich wusste es, ja, als ich ihn gesehen habe. Stimmt, das habe ich das, ganz vergessen, das, dass das ja auch noch ist. Ich hab das gehört. Das Geräusch. Oh Gott, das ist ausgebrochen. Oh Gott, alter Schwede, hey, wir verkacken ja noch so richtig das Ende. Aber trotzdem, ey, das war gerade... Das Junior, hallo Junior. Hauptsache, ich kenne das Ende und dann denke ich mir schon die ganze Zeit, das hat doch nicht da aufgehört. Und du nur so, hey, wir sollten das mal beenden. Ja, wie gesagt, irgendwie... Da muss doch ein Ende sein. Ja, ich meine, es wäre ein bisschen komisch gewesen, so ohne Abschluss. Ja, aber so, gut, jetzt. Ja, also jetzt eigentlich wollte ich sagen, hey, ich habe dann auch nicht mehr viel zu sagen, aber es ist ja doch noch was hinterhergeschoben worden. Ja, also wirklich cool. Dass ich habe mich schon noch gewundert, so, das wird gar nicht aufgelöst mit diesem merkwürdigen Charakter. Und ich habe schon vermutet, dass das so nach einem Hasen aussieht. Ja, das war schon klar. Ja.
Auch schön, dass sie nochmal auf die Gesellschaftskritik angespielt haben. Ja, ist auch wundervoll. Schön. Darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Dass sie aufgegriffen haben mit der Umweltverschmutzung. Ich wollte danach noch sagen, aber ich dachte, es kommt noch was. Ich wollte noch sagen, ja, Jerry wird jetzt großer Umweltaktivist oder so. Ich meine, es wäre ja total niedlich irgendwie, wenn man überlegt, dass ihn das dazu inspiriert, in seiner Welt wirklich aktiv zu werden. Und ich möchte behaupten, das ist auch, so die Intention von Daedalic. Ich meine, hinter den Spielen ist generell auch oft irgendwie noch eine Aussage. Also jetzt nicht nur Daedalic, aber ich finde das hier super. Und es freut mich total. Also wirklich. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, auch wenn es nicht immer nur um gesellschaftliche Kritik geht. Das Spiel ist wunderschön. Ich empfehle es euch. Vielleicht spielt ihr es selbst mal, wenn ihr es vergessen habt, wie es irgendwie weitergeht. Ja, so wie ich. Ja, dann kann man das mal wieder auffrischen, weil ich glaube, das lohnt sich definitiv. Also, auch wenn man die Story kennt, hat das bestimmt nach einiger Zeit Replay-Faktor und definitiv. So, jetzt laber ich doch nicht mehr. Wir haben uns eigentlich schon verabschiedet und dementsprechend freue ich mich auf das nächste Let's Play und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt Tschüss. Aber wirklich. Ciao.